Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und wir haben ein neues Haus, wie ihr jetzt ja schon im letzten Part gesehen habt. Aber ich werde nochmal eine ausführlichere Führung euch jetzt zeigen. Und ja, von außen ist es jetzt vielleicht nicht das schönste Haus der Welt. Das war übrigens genau das gerade, was ich letztes Mal angesprochen hatte beim Speedbuild quasi. Aber ja. Wir beginnen erstmal hier unten. Ist halt klein, aber fein so. Also wir haben jetzt halt zwei Badezimmer, heißt das. Wir haben zwei Badezimmer. Ja. Und wir haben jetzt einen eigenen Schreibtisch dann für sie. Die Küche ist genauso klein. Also beziehungsweise sie ist größer, aber sie haben immer noch nur einen Schrank, weil wir haben jetzt halt kein Geld mehr. That's a little bit sad. Aber wir haben jetzt, keine Ahnung, halt ein bisschen mehr Platz und damit können wir halt auch ein bisschen mehr machen. Kinder und Teenager kommen mal in den Raum dann rein. Ich dachte, es ist ein bisschen schöner, wenn das getrennt ist. Hier kommen dann halt dann noch Spielzeug rein und so. Hier ist halt das. Da ist doch ein anderes Bad. Und ja, wir müssen halt gucken, dass wir halt noch mehr Spielzeug vielleicht finden. Wäre natürlich eine Idee halt, weil eventuell müssen wir zwischenzeitlich ja auch nochmal andere Betten noch da reinpacken. Aber das sehen wir dann ja alles. Ich bin für den Moment auf jeden Fall zufriedener als mit unserem alten Haus, weil es einfach doch noch ein Stück mehr zeigt, da wir jetzt einfach mehr Platz. Ja, ich denke, wir lassen erstmal das Spiel weiter beginnen hier. Okay, Anja hat gute Noten. Warte mal, müsste sie denn nicht als auf einer 1 sein? Eine 1! Yay! Yeah. Haben wir noch einen Kuchen? Yes. Okay, dann können wir sie direkt altern lassen. Du hast jetzt eine 2. Du hast eine 2. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, dann geh mal dahin und puste die Kerzen aus. Yay! I'm a proud Mommy. Yay! Dann gucken wir mal, was aus ihr so werden kann. Ich denke, wir werden sie dann auch direkt makeovern, weil die anderen brauchen ja wahrscheinlich alle noch eine Weile, bis sie älter werden können. Und dann kann sie wenigstens direkt nice aussehen. Und aus dir wird... Hui! Oh. Oh mein Gott, das Bild. Okay. Ich gehe kurz zu dem Randomizer. Wir werden das, also wenn Bücherwurm auftreten sollte bei dem Randomizer, werden wir das nicht nehmen, sondern das andere Trade. Und sonst nehmen wir halt immer das zweite. Und los! Okay, also zimperlich und das Vampir-Merkmal. Okay, meinetwegen. Zimperlich und das müsste ich hier sein, ne? Genau. Okay. Kannst du bitte wieder Kerzen hinzufügen? Danke. So. Okay. Und wir gehen in den Creative Sim mal kurz. Okay, ich möchte mal kurz sehen. Oh Gott, dein Make-up geht gar nicht. Aber sie ist süß. Sie ist sehr süß. Das gefällt mir sehr. Wir lassen die Haare jetzt auch so. Sie hatte zwar vorher schwarze Haare und davor hatte sie, glaube ich, sogar noch mal eine andere Haarfarbe. Aber das Schicksal wollte es so, dass sie jetzt diese Haare bekommt, okay? Erinnern wir mir ihre Kleidung, ne? Was könnte man ihr denn so geben? Man könnte ja so ein bisschen casual unterwegs sein hier. Oh, vielleicht sowas hier mit Blümchen. Oh Gott, die hat ganz schön. Wow. So, kann man den dazu anziehen? Bin gerade nicht so Fan davon. Machen wir es einfach so, er sieht süß aus. Und dann kann sie dazu ja einfach... Die gibt es nicht in den Farben, die ich will. Deswegen, sonst hätte ich die vielleicht sogar genommen. Nehmen wir einfach die Schuhe. Ist ja relativ egal, so. Ich glaube, ich möchte ihr wenigstens... Ich möchte ihr nicht gar kein Make-up geben, weil eigentlich ist sie voll süß. Deswegen, das kann meinetwegen so bleiben, weil wir gehen eh nicht auf irgendeine Feier. Oh, wir können mal kurz das Make-up überall entfernen. Mein Gott. Das nervt mich immer richtig, dass sie dann das für alles machen. Aber wir können halt nicht sagen, oh, ich möchte für alle, Outfits dasselbe Outfit haben. Weißt du, dass man das so kopieren kann? Nö, das ist natürlich dann nicht möglich. Das regt mich immer richtig auf. Excuse me. So, das nehmen wir so und dann nehmen wir einfach die dazu. Ist ja egal. So viel Sport wirst du jetzt wahrscheinlich auch nicht machen. Oh, wenn du jetzt schon die Pikachu Slippers anhast, dann behalt die doch bitte an. Weil die sind cute. Das wäre halt schon süß, wenn sie das so machen würde. Und dann halt, keine Ahnung, irgendein Oberteil dazu. Ein T-Shirt oder sowas. Wenn ich sowas Normales habe.
Das meiste ist ja dann so. Und man denkt sich so, ja, damit geht man bestimmt schlafen. Genau. Wie gut. Oh, das gefällt mir. Die Ohrringe bitte kannst du auch abnehmen. Das Kleid finde ich gar nicht schlecht, aber mir gefällt die Strumpfhose drunter nicht. Du musst da ja auch eigentlich nichts drunter ziehen, oder sehe ich das falsch? Oder dann nimm halt so eine. Ich nehme doch eine andere Leggings darunter, weil die hat so komische Füße gehabt. Und das wollte ich jetzt gerade nicht so. Ich nehme einfach die hier. Oder auch doch nicht, weil die sieht irgendwie komisch aus. Besser. Wir nehmen die hier einfach dazu. So oft werden wir das Outfit nicht sehen. Du musst jetzt nicht überall deine Pikachu-Slippers anhaben, Girl. Das funktioniert so nicht. Du darfst dafür aber gerne einen gelben Badeanzug tragen. Die hat auch schon ganz schön was an ihrer Oberweite, ne? Krass. Und das finde ich süß. Das kann sie gerne tragen. Die Schüchen kann man da auch zu gerne anlassen, finde ich. Kann man die vielleicht noch in so einem... noch besser. Oh, das Oberteil ist ja richtig süß. Ist das nicht das... Das kam doch, glaube ich, mit dem Freelancer-Update dazu, ne? Ich meine, es wäre mir ein bisschen kalt an ihrer Stelle. Aber meinetwegen kann sie das anhaben und die Hose ist gerade auch okay. Zieht sie halt wieder Stiefel an, dann fällt das ja nicht so auf, dass sie halt nicht so toll ist eigentlich. Ich bin ja nicht so Fan von den EA-Hosen. Aber es sollte... Also die wenigsten sind Fan davon, ne? Und sie kann auch einfach die anziehen, die sind geil. Okay, dann ist sie fertig. Das heißt ja, dass sie bald wahrscheinlich ausziehen wird. Das ist eine krasse Sache auf jeden Fall. Sie braucht Spaß. So, ihre Mutter ist jetzt wahrscheinlich erstmal fertig damit. So, sie muss eh halt erstmal noch das hier oben reparieren zum Beispiel. Und das hier muss sie säubern. Das wäre halt schon ganz... Ist das dreckig? Das muss sie ja dann auch selber hin. Okay, aber sie hat dann halt erstmal damit zu tun. Und dann kann sie sich an den PC setzen und kann irgendwas spielen. Damit sie erstmal ein bisschen Spaß hochkriegt. Und dann kann sie essen. Und dann macht sie wahrscheinlich ihre Hausaufgaben. Nein, die brauchst du nicht mehr. Die können wir verkaufen. Ah, sie ist so angespannt. Das müssen wir dann gleich auswählen. Okay. Kennt ihr das, wenn die Mutter schon um 18 Uhr schlafen geht? Noch nicht mal 18 Uhr. Und die Kinder sind noch voll dabei zu existieren hier. Wow. Das nenne ich Leben. Okay, das Kind hat das schon wieder kaputt gemacht. Ich hasse es einfach. Geh doch einfach schlafen. Das ist ja euer Problem. Nein, mir ist egal, was du für Probleme hast. Oh, ich habe noch nicht alle Lichter eingestellt. Scheiße. Ich hasse es. Leider können wir die Teile wieder nur für 20 verkaufen, aber egal. Immerhin besser als gar nichts, ne? Es ist angenehm, dass die Nacht einfach mal durchgeht, weil halt keine Babys ein die ganze Zeit aufwachen. Das ist schon sehr, sehr schön. Das werden wir jetzt auch erstmal noch genießen können, bis dann halt irgendwann neue Kinder auf die Welt kommen, weil andere ausgezogen sind. Sie hat diese Ohrhörer im Kopf. Im Inventar. Und ich weiß nicht, ob man die vielleicht verkaufen kann. Es wäre ein Versuch wert, ne? Ihr legt die da einfach hin. Kann ich damit so zugreifen? Yes! Weil wir brauchen die ja nicht. 220 Dollar, geil. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir uns irgendwie bald so eine Musikanlage leisten können. Weil damit können die Sims ja auch viel Spaß haben, so. Ich glaube, die Kinder haben ganz doll Hunger. Oh, heute ist Tag der Lotterie. Kann sie da schon dran teilnehmen? Nein, scheiße. Weil sie... Wir brauchen das Geld, deswegen werden wir auf jeden Fall teilnehmen. Kostet zwar 100, aber vielleicht gewinnen wir ja. Wenn wir gewinnen, dann mein Leben wäre komplett einfach. Und aber außerdem kriegen wir ja dafür dann auch Lebenszeitpunkte. Und wir brauchen ja, glaube ich, 3000 fürs Fruchtbarmerkmal und sowas. Ah, das wäre schon ganz sinnvoll. Können wir uns jetzt eigentlich schon mal so eine Musikanlage kaufen? Beziehungsweise, wie teuer ist denn sowas? Also es gibt natürlich halt günstige schon für... Aber die gehen natürlich dann auch schnell kaputt. Also die sind mir jetzt persönlich noch ein bisschen teuer. Also weil ich würde jetzt nicht das günstigste nehmen unbedingt, so, ne? Aber sowas in die Richtung hier wäre jetzt schon ganz cool. Das hier oder das hier. Aber 720, wir haben jetzt halt auch nicht so viel Geld, ne? Und ich möchte halt irgendwann auch nochmal so eine Deko-Box mir kaufen. Weil oft steht ja halt hier dekorieren oder so für die Feiertage. Und deswegen, wie heißt denn? Deko. Ach, ich weiß nicht, wo das ist. Warte. Ich gebe einfach hier und dann halt Seasons. Irgendwo wird es schon zu finden sein. Ich such's kurz. Hier. Nee, das ist der große Geschenkeberg. Hier ist sie. 100 kostet sie auch nur.
Das finde ich okay. Die kann da so stehen. Ich finde, das passt. Was mir noch aufgefallen ist. Oh, wir kriegen dafür sogar Geld. Nice. Weil ich wollte das nicht in der gleichen Farbe haben, okay? Lasst mich. So, wir haben jetzt eine Deko-Box. Cool. Okay, die beiden Kids stinken auch wie Sau. Die müssen aber beide gebadet werden. So, die Kids werden jetzt schön gebadet. Dann kann sie jetzt gleich noch was dann schön essen. Ah, es kann ja noch was werden hier. Sie hat das Kind aber nicht zu Ende gebadet. Wer kennt es nicht? So, du gehst nicht zum Puppenhaus. Du schreibst jetzt erstmal dein Buch weiter, weil wir brauchen mehr Geld. Das ist leider unsere einzige Möglichkeit, wie wir gerade vernünftig an Geld kommen können. Deswegen, ohne unsere Kinder halt alleine zu lassen und so weiter. Ich meine, wir könnten halt wieder angeln gehen, aber... Das machen wir lieber, wenn wir dann halt irgendwie das Merkmal haben, dass sie halt weniger schlafen muss. Das dauert noch eine Weile, ich weiß. Aber trotzdem, es ist halt schon schwer, an Geld zu kommen. Okay, keiner... Doch, Alex hat seine Noten verbessert. Warte, Alex, du bist jetzt Einser-Grundschüler. Mein Lieber. So schnell kann es gehen, ne? Habt ihr jetzt den Kuchen auch angefressen? Seid ihr scheiße, Alter. Ich hasse euch alle. So, dann hör auf, dein Buch zu schreiben, dann kochen wir einen neuen Kuchen. Schön, wie die Kids hier alle ihre Hausaufgaben machen. Das macht einen doch glücklich. Wenn das mal im echten Leben dann so wäre, wenn man so viele Kinder hat, dass sie dann alle gleichzeitig Hausaufgaben machen würden, so beim Tisch und sich vielleicht gegenseitig helfen oder so. Keine Ahnung. Cool wäre es auf allemal. Auf allemal. Jo, genau das, Leute. Geburtstagskerzen bitte. Und dann kann der liebe Alex mal herkommen. Und kann die Glasur probieren. Und... Alle werden gerade Freunde, das ist sehr schön. Und du? Oh, okay. Oh mein Gott, das ist eine Frauenfrisur. Die müssen wir ändern. Also, hier steht mir nicht falsch, aber ich glaube, er ist nicht so der Typ dafür. Der jetzt so krass lange Haare trägt. So meine ich das. Und los geht's. Er ist tollpatschig und kriegt ein anderes Vampirmerkmal. Okay. Here it is. Und das andere müsste ja in Beliebtheit sein. Jo. Oh Gott, und er hat einen Fächer in der Hand. Das müssen wir gleich erstmal ändern. So, du schreibst weiter dein Buch. Wenn die beiden Kinder oben ihr Essen haben, dann gehen wir gleich in den Creator Sim. Und in der Stelle 1 im Innern. So. Ich ziehe dich mal ganz kurz komplett aus, weil... Wow. Ja, das geht doch schon. Also ich dachte, jetzt trägt er wenigstens die Brille überall. Nö. Erstmal überall entfernen, wo eine ist. Sondern wenn wir mal gucken, wir werden ihn dann einfach blond lassen. Er ist ja... War er so blond oder so? Oder so? Nee. Ich glaube so. Wir machen es auf jeden Fall so. Passt. Wir nehmen einfach die Frisur. Ich finde es süß, dass sie alle diese Sommersprossen haben. Und die sieht doch cool aus. Die kann er gut tragen. Den da und dazu einfach so eine Hose. Und irgendwelche Schühchen. Ah, die passen jetzt zu ihm nicht. Die glitschen da rein. Nee. Ah. Oh Mann, die Converse, die nehme ich zwar immer, aber ich finde die einfach geil. Ich finde Converse auch in echt halt so cool. Deswegen, ich würde die halt... Ich würde gerne welche haben, okay? Nimm den. Die in schwarz. Nein. I guess, so kann man Sport machen. Zum Schlafen. Ja... Gibt es das bitte in einer anderen Farbe so? Weil, I don't know, ich bin jetzt nicht so Fan davon. Besser so. Die Schüchen bitte nicht, danke. Das sieht cool aus. Also das Oberteil auf jeden Fall. Die Hose jetzt. Muss man sich dran gewöhnen? Nimm einfach die hier und die Schuhe. Nimm bitte nicht. Ich glaube, dann stirbst du nämlich. Nimm einfach wieder die. Nope. Nope. Bleibt so. Ah, so viele Accessoires. Ich glaube, er ist nicht der Typ dafür, dass er das dann so trägt. Ich stelle mir das eher so vor. Und dann, keine Ahnung, irgendeine Hose dazu halt. Nee, das passt irgendwie nicht so. Vielleicht, das geht. Schuhe gehen auch. Das geht gar nicht. Oh Gott, das ist sowas für Rentner. Ich finde die Jacke cool. Die kriegt er.
Und dazu einfach die. Und irgendwelche Schüchen. Gehen die da drüber? Nein. Warum glitschen die mit allem? Die sind immer so fett. Das ist immer so. Und die sind noch komischer. Die nimmt er. Nice. Ist doch ein sweeter Boy. Ich denke, wir können uns jetzt eine Musikanlage leisten, weil irgendwie die ganzen Sims sind ein bisschen sehr genervt von dem, dass sie halt hier keinen wirklichen Spaß haben können. Und deswegen würde ich halt gerne die hier nehmen. Kann man die... Ich stelle sie einfach dahin. Haben wir jetzt zwar nur noch 613, aber die können halt alle Spaß haben. Mit klassischer Musik entspannen, das glaube ich ganz gut. Dann kann sie auch ihre Hausaufgaben weitermachen. Alle, die Spaß haben, brauchen, die können einfach dann dancen. Und weil ich jetzt nicht will, dass jetzt irgendwas mit Musik irgendwie schlecht ist, gut zu wissen, von wegen Musik und so, habe ich das jetzt mal ganz niedrig gestellt, dass man das nicht so hört. Ha, weil nicht, dass irgendwas nicht so gut läuft. Weil da ist halt viel Musik, die mit Copyright ist. Deswegen lasse ich es lieber. Alle tanzen jetzt einfach nur noch. Okay, sie kann ihr Buch veröffentlichen, deswegen mach das mal als erstes bitte. Danach die Pieseln. Danach Koch. Danach geht schlafen. Warum bist du wach? Du hattest keinen Albtraum, Schatzi. Geh einfach schlafen. Dann können wir das ausschalten, weil sonst sind unsere Rechnungen verdammt hoch. Und das wollen wir nicht, weil wir haben nicht so viel Geld. Upsi. Jetzt, wo sie hier gerade so am Essen ist, beende ich jetzt die Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.